Seid mir gegrüßt, werte Freunde der gepflegten Videospielunterhaltung. Heute mal mit einem etwas anderen Video von mir. Ich möchte mich einer Herausforderung stellen, der sogenannten Name Stack Challenge. Da geht es darum, dass ich zu jedem Buchstaben meines YouTuber-Namens euch ein Spiel aus meiner Sammlung ans Herz lege. Und ich bin drauf gestoßen, nachdem ich ein Video vom guten Schroff gezockt gesehen habe. Ich habe euch mal einen Link zu seinem Kanal in die Shownotes gesetzt. Toller Kanal, kann ich nur empfehlen. Und der hat mich in den Kommentaren doch dazu ermuntert, auch mal so eine Challenge zu starten. Und genau das machen wir jetzt. Ich habe euch jede Menge Spiele mitgebracht, die ich euch jetzt zeigen werde. Viel Spaß! Den Anfang macht ein Spiel, was ich nicht nur zweimal habe, so wie hier in meinen Händen, sondern gleich dreimal, denn einmal besitze ich es auch noch für Steam. Es handelt sich hierbei um Enslaved Odyssey to the West. Ein echter Geheimtipp. Von Team Ninja entwickelt wurde dieses Action-Adventure. Ist tatsächlich sehr geradlinig, linear, aber hat dafür eine tolle Geschichte. Es geht um eine junge Frau namens Monkey, die begleitet wird von einem sehr kräftigen Mann, so ein Sidekick. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Das Setting ist Endzeit, urban. Allerdings hat sich die Natur schon wieder Bahn gebrochen. Alles ist begrünt und das sieht fantastisch aus. Aber warum habe ich dieses Spiel jetzt eigentlich dreimal? Das erste Mal habe ich es für den PC gespielt. Allerdings nur so, ja, 5 bis 6 Stunden. Dann gab es ein Game-Breaking-Bug. Und das hat mich unfassbar abgefuckt. Da habe ich es mir für die PlayStation 3 geholt, denn ich wusste, die PC-Version, die ist schon schwierig aufgrund seiner Technik. Und ja, die PlayStation 3-Version, ganz ehrlich, die lag bei mir im Regal oder stand bei mir im Regal. Und irgendwie habe ich das Spiel so ein bisschen vergessen. Dann gab es die PlayStation 4 und ja, ich habe mir überlegt, okay, ich hole es mir für die Xbox 360, dann kann ich das auf meiner Xbox One spielen, denn Abwärtskompatibilität ist ja bei PlayStation nicht gegeben. Ja, bis zum heutigen Tag ist das nicht passiert. Auch auf meiner Series ist das Spiel noch nicht gelaufen, aber das heißt nicht, dass dieses Spiel schlecht ist. Im Gegenteil, dieses Video soll mich selbst daran erinnern, dass ich es nochmal in seiner Gänze erleben sollte. Und ihr solltet das auch, denn es ist wirklich ein tolles Spiel mit einer Optik, die man sich, glaube ich, heute auch noch ganz gut geben kann. Also es wird viel geklettert und wer das mag, der ist genau richtig. Weiter geht's mit Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles 2, The Arcade Game. Ein Spiel aus meiner Kindheit. Side-Scrolling Beat'em Up. Legende, auch heute noch. Fantastisch. Also, ihr müsst noch nicht mal ein Nintendo haben, denn in der Cowabunga Collection für sämtliche aktuelle Systeme ist dieses Spiel natürlich auch mit drauf und es lohnt sich. Es ist so gut. Es macht so viel Spaß, mit einem der 4 Turtles herumzulaufen und den Fußsoldaten so ganz kräftig in ihre Cojones zu treten. So muss es sein. Nun aber mit dem Buchstaben E für euch nochmal einen echten Geheimtipp hier. Offenbare ich euch Ever Oasis für den Nintendo 3DS. Ein Action-Adventure-Rollenspiel, Live-Sim, vieles ist dabei. Wir müssen durch eine Wüste erkunden und parallel unsere kleine Wüstenstadt, eine Oase aufbauen, mit NPCs verkehren, ja, und diese nach und nach zum Erwachsen bringen. Also die Stadt, fantastisch, großartiges Spiel und ich sag's nicht oft, aber ja, und ich sag's auch nicht gern, aber es macht schon ein bisschen süchtig. Also es ist wirklich ein tolles, tolles Kleinod für den Nintendo 3 oder auch 2DS. Super Spiel. Buchstabe R. Resident Evil Director's Cut. Deutsche Version, natürlich durch den Director's Cut vollkommen ungeschnitten. Für die PlayStation 1 ein Meilenstein des Survival-Horrors. Und ich glaube, ich muss da nicht viele Worte zu verlieren. Resident Evil, auch für die PlayStation 1, tatsächlich heute noch ziemlich gruselig. Ich finde gerade diesen Polygon-Look, den die alten PlayStation 1-Spiele haben, ja, irgendwie haben die was Unheimliches im besten Fall. N bringt uns Ni No Kuni, die Kollaboration zwischen Level 5 und Studio Ghibli. Ein wundervolles Japano-Rollenspiel.
Also wer das nicht gespielt hat, aber japanische Rollenspiele mag und auch etwas vor allen Dingen für den Stil von Studio Ghibli übrig hat, der ist hier wunderbar aufgehoben. Wir spielen Oliver, einen Jungen, dessen Mutter verstorben ist und der sich, naja, in eine Traumwelt flüchtet, eventuell in ein Land namens Ni no Kuni und dort wilde Abenteuer erlebt. Das Spiel ist sehr klassisch gehalten, ganz klassischer rundenbasierter Rollenspielkost, allerdings mit einer Grafik, die Zucker ist, die Welt, die es zu erkunden gibt, die Oberweltkarte ist so wunderschön gehalten, also wer sich an alte Final Fantasy, sagen wir 7 oder 8 Teile erinnert, genauso sieht's aus, nur halt in zeitgemäßerer Grafik. Wundervolles Spiel, einfach ein Traum, gerade jetzt in den kälteren Zeiten, in der kälteren Jahreszeit, genau das, was man spielen sollte. Es geht weiter mit A, Animal Crossing New Leaf für den 3DS. Hätte ich die Switch-Version in haptischer Form, hätte ich die jetzt wahrscheinlich vorgezeigt, aber habe ich leider nicht. Ich habe diesen Teil hier mal als Stellvertreter der Reihe genommen. Ich finde, gerade für Handhelden ist Animal Crossing ein super schöner Zeitvertreib und ich hasse den Begriff Cozy Game, aber ja, das ist es. Es ist einfach ein gemütliches Spiel und selbst wenn man sagt, ich weiß gar nicht, was das soll. Probiert's aus. Legt eure Skepsis mal beiseite und ihr werdet wahrscheinlich nicht enttäuscht werden. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Seit Kindesbeinen spiele ich Zelda-Spiele. Das erste war Link to the Past, auch wenn ich wahrscheinlich schon mit Zelda 1 in Kontakt gekommen bin. Ich kann mich zumindest an das goldene NES-Modul erinnern. Aber vom Spiel selbst weiß ich an der Stelle nicht viel. Link to the Past war mein erstes und dann habe ich immer wieder sporadisch in Zelda-Spiele reingespielt, bin aber nie so wirklich warm geworden mit der Reihe. Breath of the Wild habe ich natürlich auch gespielt, aber vielleicht war das einfach der falsche Zeitpunkt. Ich habe die Faszination, die Millionen von Spielern da draußen gespürt haben, nicht gespürt. Es hat mein Herz nicht berührt und dann kam Tears of the Kingdom. Und es hat Bam gemacht. Ich habe mich schockverliebt. Ich konnte es nicht glauben, dass mich in meinem zarten Alter von 39 Jahren so ein Spiel nochmal so erwischen kann. Es ist ein Meisterwerk. Natürlich kann man sagen, ey, Breath of the Wild, ja, war schon Meisterwerk. Das ist nur Breath of the Wild Plus. Aber egal, Breath of the Wild hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Wahrscheinlich, wie gesagt, nicht der richtige Zeitpunkt. Aber dieses Spiel hier, wirklich fantastisch. Selten habe ich eine Spielwelt so gern erkundet wie diese hier. Jeden Tag ein Abenteuer zum Spielen. Und weiter geht's mit Shadowgate. Auch für mich ein Klassiker des Point-and-Click-Adventures. Habe ich auf dem Nintendo gespielt und ich sag mal so, es war mein erstes Point-and-Click-Adventure und dieses Spiel ist einfach Gold. Wer Interesse hat, da mehr drüber zu erfahren, der kann auch gerne mal auf mein Video zu meinen Lieblings-Point-Adventures klicken. Habe ich euch auch mal in den Shownotes verlinkt. Shadowgate, wirklich ein großartiger Titel. Genauso wie die erste Hälfte von Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Als dieses Spiel rauskam und ich es gespielt habe, es war so unglaublich gruselig, ne? Wer Cthulhu kennt, ne? Der Cthulhu-Mythos, H.P. Lovecraft und so weiter. Wirklich, wirklich spannend, wie man in dieser Kleinstadt ist und man von diesen degenerierten Dorfbewohnern verfolgt wird. Also es ist prinzipiell in der ersten Hälfte ein klassisches Survival-Game. Du hast keine Waffen. Ja, das Ganze wird dann in der zweiten Spielhälfte gebrochen. Dann wird man wehrhaft und ab da hat mich das Spiel verloren. Also ganz komisch, dass durch die Bewaffnung der ganze Zauber da entfällt. Es kommt keinerlei Spannung mehr auf und dann habe ich das Spiel abgebrochen. Aber allein für die erste Hälfte, da würde ich euch raten, mal einen Blick zu riskieren. Und nun mal ein Mainstream-Klassiker, Red Dead Redemption. Hier in der Game of the Year Edition. Red Dead Redemption 2 ist sicherlich ein Meisterwerk. Unfassbar viele Details und kann sicherlich ganze Abhandlungen darüber schreiben für mich. Aber bleibt Red Dead Redemption 1 einfach mein Lieblingsteil. Ich finde John Marstons Geschichte einfach spannender. Es hatte so viele denkwürdige Momente, die ich hier gar nicht großartig zitieren möchte. Denn wer Red Dead Redemption 1 noch nicht gespielt hat, ey, bitte, bitte nachholen. Selbst wenn ihr den Zweier gespielt habt.
Ja, und jetzt wird es ein bisschen spaßiger hier an der Stelle. Ätna bricht aus, habe ich euch mitgebracht. Ein Didelic-Werk, wo Didelic wirklich noch wusste, was sie da tun. Ich liebe dieses Spiel. Noch ein bisschen lieber mag ich den zweiten Teil. Harveys neue Augen. Aber Ätna bricht aus, hat tatsächlich sehr viel schrullige Charaktere. Droggelbecher, den Bienenmann, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Und auch hier kann man sagen, das sind zeitlose Spiele. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen monieren kann, ist die Synchro. Die ist immerhin auf Deutsch, aber naja, nicht so ganz gut gesprochen. Trotzdem eine Empfehlung. Eine Empfehlung gibt's auch für Echo Chrome, für die PlayStation Portable. Ja, tatsächlich war die Auswahl des Buchstabens E von guten Spielen bei mir dann doch ein bisschen begrenzter, aber ich habe diesen Titel hier wiederentdeckt in meiner Sammlung. Es ist ein Puzzlespiel für die PlayStation Portable. Ich bin kein großer Puzzlefreund, aber das hat mir durchaus Spaß gemacht. So, und noch ein Nier. Ja, ich wollte schon Nier Automata sagen, aber nein, Nier. Das erste Nier für die PlayStation 3. Pottenhässlich und trotzdem eines der genialsten Spiele aller Zeiten. Ein Spiel, was sich erst beim zweiten Mal so richtig offenbart. Bis dahin hat man eine gute Zeit mit dem Gameplay vor allen Dingen. Das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, wie schnell das Ganze funktioniert. Und die einzigartige Atmosphäre des Action-Adventures hier ist und bleibt einfach famos. Die Nier-Spiele sind ja mittlerweile ein bisschen bekannter, weitreichender, aber wer sie noch nicht gespielt hat, vor allen Dingen hier auch Nier 1, mein Liebling, der sollte sich nicht von der Grafik abschrecken lassen, sondern einfach mal reinspielen. Ja, und das waren meine Spieleempfehlungen für euch. Ich hoffe, ich habe die Challenge bestanden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr das so seht. Und wenn nicht, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Immer schön höflich bleiben, gar kein Problem. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder abonniert doch diesen Kanal, falls noch nicht getan. Das wäre nämlich ganz fantastisch. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.